Ja, am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Gebäudebrand gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass ein ca. 30 x 15 Meter großer Schweinestall gebrannt hat. Zu diesem Zeitpunkt stand das Gebäude, wie gesagt, in Vollbrand und es war auch noch davon auszugehen, dass ca. 800 Schweine sich in dem Gebäude befunden haben. Ja, die Schwierigkeiten bestanden natürlich erstmal darin, dass eine große Löschwasserversorgung aufgebaut werden musste. Zusätzlich gab es durch den recht starken Wind eine massive Rauchausbreitung, auch auf das anliegende Dorf. Daraufhin wurde auch noch von der Polizei eine Rundfunkansage veranlasst, dass die Bewohner Fenster und Türen geschlossen halten sollten. Wie gesagt, aufgrund der massiven Brandausbreitung war halt für den Großteil der Schweine kam halt jede Hilfe zu spät. 20 Ferkel konnten noch gerettet werden. Einige liefen hier noch auf dem Gelände herum, wurden dann von den Anwohnern mit eingefangen, von den Nachbarn mit eingefangen und konnten soweit gerettet werden. Aber wie gesagt, der Großteil der 800 Schweine ist dabei leider tragisch verendet.